bisschen schon aufgeregt, weil beim Dieter weiß man nie, wie er das findet. Beim Dieter weiß man nie, wie er das findet. Ich bin die Sophia, ich bin 16 Jahre alt, ich gehe noch auf die Schule und ich komme aus Schlierbach. Ich bin Janina, bin 22 Jahre alt, komme aus Abershausen in der Nähe von Stuttgart und bin Studentin. Da studierst du Sport? Nee, Wirtschaftsrecht. Ja, das ist gut, dass man sich absichert nach allen Seiten. Mich hat eins gewundert, da habe ich wirklich mal eine Frage, ihr macht ja so Akrobatik, aber dann steht ihr... Ihr seid 37-fache deutsche Meister, dann müsstet ihr ja 50 sein. Wird man nicht in jedem Jahr einmal deutscher Meister oder wie geht das? Nee, man kann so ungefähr 3 bis 4 Mal im Jahr deutscher Meister werden. Echt? Ja. Also so alle 3 Monate? Und in was genau seid ihr jetzt deutscher Meister? In Sportakrobatik. Da gibt's niemanden, der besser ist quasi als ihr? In Deutschland nicht. Okay. Nee, das ist ja okay, dann fangen wir an, dann gucken wir uns das mal an. Thank you.
ich muss sagen, wirklich, unheimlich für Power, unheimlich für Kraft, tolle Energie, super Musik und zwei tolle Mädels. Also, was will man noch? Super. Also, bitte, 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 ich habe noch eine Bitte an euch. Ich möchte euch beide im Arm nehmen. Darf ich das bitte machen? Danke. Komm mal. Ganz toll. Also wirklich ganz, wirklich ganz toll. Ganz, ganz toll. Muss weiterkommen, muss weiterkommen. Also wirklich ganz toll. Ja, sehr schöne Choreografie, super viel Kraft, Flexibilität, gute Ausstrahlung. Also ich verstehe, dass ihr deutsche Meister seid. Ganz klar. Ja, tolle Leistung. Ihr passt natürlich auch beide zusammen, wie Thomas Anders und Dieter Bohlen, wie Arsch auf Eimer. Passt du immer darauf auf, dass sie voll auf Diät ist, so dass sie kein Kilo zunimmt? Weil du musst ja dann, das ist schon schwieriger dann, oder? Nee, das macht sie selber. Okay, Bruce. Yes, yes, yes. Silvi. Ja. Dreimal ja. Akrobatik, Ausstrahlung, ach, da war einfach alles top. Janina und Sophia, zwei absolute Siegermädels.